Hey yo, herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Danke fürs Einschalten und let's go! So, wir haben jetzt die Flucht, haben wir überlebt von den, Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Nee, können wir auch nicht. Von den Typen, ja, was die Namensgebung angeht, bin ich sehr einfallsreich. Ich weiß, Junge, ich habe Golderz bekommen. Phew, jetzt geht aber los. So, da oben müssen wir wahrscheinlich lang. Alle hopp. Gut gemacht, Lara. Und ja, da oben ist der Ausgang, aber ob das jetzt echt noch alles so easy vonstatten geht, ich weiß ja nicht. Also da rechts geht's weiter. Das sehe ich. Halt dich bitte fest. Okay. In Zukunft weiß ich Bescheid, du machst das nicht von selber. Du, das ist mir ein bisschen zu weit weg, wenn ich ehrlich bin. Sollen wir uns abseilen lieber? Nee, ist auch nicht gut. Willst du echt da... Oh, für das Erklettern für Überhang-Axtwänden sind Überhang-Steigeisen erforderlich. Ja, das ist schön, dass die, also ist wirklich wow, dass die erforderlich sind. Ja. Ah, okay, ich komme hier lang. Ich habe die Dinger nicht. Aber das bedeutet doch sicherlich mit großer Wahrscheinlichkeit, die Dinger sind hier. Lara, kommst du da irgendwann auch mal durch? Hier ist irgendein Lager. Und hier finden wir jetzt diese Überhangdinger. Hoffentlich enden wir nur nicht so wie der. Das könnte helfen. Aber diese Dinger, die der da hat, die mobs ich jetzt. Die sind interessant. So, Lara. Hast du an die Dinger rangeschnallt? Passt natürlich wie angegossen. Ihr habt dieselbe Fußgröße. Okay. Neue Ausrüstung. Überhang, Steigeisen. Okay. Und E. Springen und E. Oh, und nochmal. Ah. Den Spider-Man machen wir jetzt. Ja. Oha. Er läuft. Die Dinger würde ich auch gerne mal haben. So. Dann halte ich mal hier dran fest. Wie? Von Überhang lösen? Was? Ah ja, okay, ich verstehe. Oh, wow, Lara. Du bist Props an dich. Du bist awesome, was Klettern angeht. Bist du echt krass drauf. Ich weiß nicht, wie das jetzt... Ich habe keine Ahnung. Der Kameramann da hält aber auch die Kamera manchmal. Da weiß man gar nicht, wo man gerade steht. Aber wir sind immer noch nicht ganz oben, ne? Wir kommen hier einfach nicht raus. Wir kommen hier einfach nicht raus. Aber hier wird's grüner. Wenn es grüner wird, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Halte ich fest. Ah, jetzt geht das wieder los. Springen und E. Okay, das sah jetzt aus, als würden wir fliegen. Okay, jetzt arbeiten wir uns langsam zu dem Grünen. Alles klar, das soll jetzt klappen. Okay, mach mal. Zack. Okay. Wow. Also, nee. Was sind denn das auch für scharfe Dinger, die du hast? Nee. Und ich meinte jetzt nicht... Ich meinte deine Haken-Dinger. So, hier bricht alles ein. Wir sind ja angekommen, also... Ach, abseilen. Ja, ich mach's mal lieber. Ist besser. So, schwingen wir uns hin und her. Und los geht's. Und abrollen. Yes, einfach, weil es cool aussieht. Nimm ich ein bisschen hiervon mit. Ein bisschen davon. Hallo. Kann man ja immer mal gebrauchen. Und ab, weiter geht die Klettertour. Alle hopp. Und geht's wieder über Kopf? Natürlich geht's wieder über Kopf. Sonst kämen wir aber auch schlechter. Was hältst du denn, Lara, jetzt? Was? Jetzt ernsthaft. Was hättest du denn jetzt gemacht, wenn wir nicht diese Ausrüstung bekommen hätten, ne? Ach, wahrscheinlich gibt's hier noch irgendwie einen anderen Weg. Oh, das ist näher, ein bisschen zu gefährlich. Komm mal ein bisschen näher. Oh Gott, das werden wir doch nicht schaffen. Hä? Irgendwie hört sich das an, als klettert da noch jemand anderes mit uns. Du, halt dich fest. Jetzt kommen ihre puren Handkletter-Skills ohne viel Ausrüstung. Stimmt gar nicht. Die Schuhe hat sie ja trotzdem noch an. Das hört sich an, als wäre da jemand. Ich muss springen. Das ist der einzige Weg. Und... Okay. Ja. Let's go. Ja. Zieh dich hoch. Oh, wow. Der Part hier ist auch gut. Den finde ich auch gut. Aber hier läuft noch irgend... Ach, das sind die Vögel, die hier die ganze Zeit flattern. Jetzt verstehe ich's.
Geht nämlich die ganze Zeit so flatt, 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 flatt. Oh, an die Vögel. Hallo? Hm. Die Messertasche, die sie auf dem Rüssel, die sie auf dem Körper, yeah, die sie auf ihrem Rücken hat, die sah gut aus. Also, ne, vom Design her und so. Okay, jetzt geht's irgendwie wieder runter. Lara, du hast den Instinkt, du weißt ganz genau, wo wir hin müssen. So, jetzt erstmal aufmachen. Haben wir ja geübt zweimal bisher. Wahrscheinlich auch ein bisschen öfter, aber vor kurzem haben wir es zweimal gemacht. Du müsstest Profi darin sein. Drei Wege. Ah, den untersten. Den wird man am wenigsten nehmen. Deswegen nehmen wir den. Ich finde wahrscheinlich alle Wege nach Rom, aber egal. Oh, keine Luft mehr. Ja, dann komm, hier, tank mal Sauerstoff. Kannst ruhig auch nochmal zweimal. Vielleicht hältst du da ein bisschen länger aus. Also viel passiert hier jetzt gerade nicht mehr, ne? Also Gegner und so. Schneller schwimmen. Hä, warte mal. Drücken Sie und halten Sie. Hä? Ich schwimme doch schon schneller als. Schneller geht nicht. Oder? Wow. Ich glaube, das geht echt schneller. Hm. Die verborgene Stadt. Ach nee. Wir sind jetzt nicht. Oh, Luft. Wir brauchen aber so langsam wieder Luft, ne? Wir sind jetzt nicht an der verborgenen Stadt, ne? Hab so ein bisschen die Orientierung verloren. Aber das ist ja direkt da an der Ecke. Ne, das ist ja nicht weit weg. Die wohnen ja direkt daneben, eigentlich. Ach so, wir haben uns wieder umgezogen. Oh, Lara. Nee, hast du gut gemacht. Nee, stimmt, aber ja, jetzt ziehe ich mich einfach wieder um. So, wir gönnen uns jetzt mal richtig. Und zwar schießen sie Pfeile gleichzeitig auf zwei erfasste Ziele. Wir gönnen uns mal. Kostet 3 Punkte. Boah. Mit vollständig gezogenen Bogen ziehen sie mit Rechtsklick, halten sie mit Linksklick und zoomen sie mit Q. Jau, schießen sie Pfeile gleichzeitig auf drei erfasste. Ist das nicht ein bisschen heavy, ey? Schalten sie die Fähigkeit, indem sie eine Herausforderung meisten. Jetzt geht aber los hier, ne? Jetzt mal ohne Witz. Was passiert denn jetzt, wenn ich mich einfach umkleide? So, ich habe mich jetzt einfach wieder umgekleidet. Ich könnte auch mich wieder hier, blaue Reiher Tunika, könnte ich auch wieder anziehen, aber ich will wissen, ist mir jetzt egal, was passiert, ich will wissen, was jetzt passiert, ob es irgendwie erkannt wird. In das Cutscene oder von den Bewohnern hier, ob ich jetzt irgendwie erkannt werde, ob das wirklich eine Rolle spielt. So, wo müssen wir hin? Ach du Scheiße. Na, wie läuft die Fischjagd? Karte aktualisiert. Ja, krass, ey. Und wie läuft's hier, Fische und so? Ja, Thunfisch und so und Zeug. Sondern in einer Höhle in der Nähe. Am Eingang sind ein Reiher und eine Eklipse. Bin unterwegs. Oh. Die sind nicht da, wo sie sonst sind, sondern in irgendeiner Höhle. Aha. Jetzt sag mir nicht, die sind da zwischen diesem in diesem Spalt drinne. Jo, ich glaube, die sind hier drinne. Die haben sich jetzt mal richtig verkrochen. Hallo? Jonah? Hallo, ach, der andere hat so einen Namen, der brennt sich nicht im Kopf ein. Vielleicht können Sie uns unterstützen. Hallo. Hast du sie? Es war nein. Eine Falle. Die Schatulle war schon weg und Onuratu wurde gefangen genommen. Ach, Onuratu, genau. Schon gehört. Wir arbeiten einen Plan aus. Onuratu, das ist die Dame. So, wir haben sie im Gefängnis beim alten Tempel gefangen. Hakan hat dort angegriffen und sitzt jetzt auch dort. Au. Oh. Wir greifen die Brücke an, die zum Gefängnis führt. Ziemlich aggressiv. Machen wir. Hochklettern, sie befreien und dann das Zeichen zum Machen wir. Vielen Dank. Wow, wir bekommen jetzt so eine Maske geschenkt. Ich Dankeschön. Da aber die möchte ich nicht tragen. Aber ich werde sie behalten. Ich habe zwar gesagt, ich werde sie nicht tragen, aber Junge, gepanzerte Tunika und Kopfschmuck getragen werden von Elite-Soldaten des Also, ich habe ja gesagt, ich will sie nicht tragen, aber irgendwie sieht das cool aus. Irgendwie. Okay. Haben wir jetzt an. Ist interessant. Ist wirklich interessant. So, jetzt müssen wir erstmal wieder raus hier. Finde ich gar nicht so schlecht jetzt, ne? Ich habe zwar gesagt, die Maske. Okay, die Maske würde ich vielleicht. Aber von hinten ja schon, ne? Aber ich weiß nicht. Für die Mission, die wir ja jetzt haben, können wir das ja anbehalten. Mal gucken, ob es sich dann automatisch wieder wechselt oder ob wir das wieder ausziehen müssen. Sonst wechsle ich vielleicht. Ich weiß nicht, vielleicht können wir das ja auch anpassen. Mal gucken. Wir gucken mal, wenn wir wieder ein Lagerfeuer sehen sollten.
So, guten Tag, die Herren. Oh, sind die groß? Oder ist Lara einfach... Okay, entweder ist Lara ziemlich klein oder die sind ziemlich groß. Okay, ich habe gerade geguckt. Wenn ich jetzt richtig nachgeforscht habe, ist sie 1,68. Junge, Junge. Die haben den hier durchlöchert. So, bin ich denn jetzt hier richtig? Guten Tag. So, ich wurde gerade unterbrochen. Das Handy hat geklingelt. Was war jetzt los? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal rein. Ich rede gar nicht mit dem anscheinend. Wir quetschen einfach durch. Wir haben die Rüstung des Kriegers haben wir an. So, deswegen... So viele Gefallene. Viel mehr Rebellen als Kultisten. Hallöchen, hallöchen. Ja, coolen Schmuck haben sie auch. Hallo, hallo. Sind wir jetzt richtig? Ja, okay, wir sind richtig. Ja. So, dürfte ich mal hier durch. Dankeschön, ich... Ne? Danke, danke. Machen keinen Platz hier. Hallo? Pff, eingebildet. Guck mal, was macht denn ihr da? Was ist denn hier los? Hallo? Wo muss ich hin? Da hinten. Wie sie die alle da so gefangen genommen haben. Tachchen, na? Eieieiei. Ja, da kriegen sie auch noch eine. Da werden sie noch verhauen, bis sie umfallen. So, unsere Mission geht hier entlang. Wie viele sind denn das? Ja, oder die Wahrheit leugnen? Ich leugne hier jetzt nichts. Ich will einfach nur hier durch und meine Kumpel hier helfen. Oh, Basislager. So, jetzt gucken wir mal, ob das... Das geht nicht. Ich darf nicht wechseln. Ah, es ist für die Mission. Ich darf nicht wechseln. Ich kann nichts wechseln. Okay. Nee, dann behalten wir es an. Schrotflinte. Darf ich ein Upgrade vollführen? Ja, okay. Machen wir. So, zack. Und das war's. So, Pause, Ende. Weiter geht's. Was ist denn da? Okay. Rettungsmission am Start. Wie weit ist denn das noch weg? Da hinten. Oh, Entschuldigung. Da wollte ich nicht. Oh, wow. Herr ja. Kameramann, ich wollte mich entschuldigen. Die Verteilung ist gut. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, in dem meine Mutter sitzt. Ja. Schulz' Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wie bitte? Wir holen sie raus, Ezri. Da ist noch etwas. Ja? Hakan wurde ergriffen. Ja, hab ich gehört. Unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Also er auch. Meiner Freundin Kayara. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Ich hol den ja auch. Ich hol sie alle jetzt da raus. So. So, und zwar werde ich euch jetzt einfach alle... Nur Erhabene und Eingeweihte dürfen den heiligen Boden betreten. Ich wollte gerade auf euch schießen. Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Du darfst hinein. Also, rappen können die ja nicht, ne? Also ihr seid keine Textwriter. Da kenne ich bessere. So. Hallo, da sind wieder welche. Ich weiß nicht, ob wir hier durch dürfen. Ja, dürfen wir? Ja, guten Tag. Na, wie läuft die Arme? Ja, Judo. Immer stets fröhlich bleiben. Oh, das ist die Stimme von ihr. Vergiss nicht, wer du bist. Ich bin einer von euch. Ja. Hast du mich deshalb verhaften lassen? Würde mein Vater noch leben? Er ist es. Ich bin sicher, für ihn wären diese Streitereien Zeitverschwendung. Komm nach Hause. Ich bin zu Hause. Das ist mein Zuhause. Onorato, stell dir mal kurz vor, wie Paititi erblühen würde, wenn die Welt frei von fremden Bedrohungen wäre. Bin ich denn der Einzige, der die Bedrohung erkennt? Du kommst und gehst, als ob dein Leben hier nur ein Zeitvertreib wäre. Das garantiert nur für ziemlich kurze Zeit Paititis Sicherheit. Aber dann beschützt es uns nicht davor, entdeckt zu werden. Oder vor einer Invasion. Hat uns das Schicksal dem Untergang geweiht? Boah, dieser strenge Blick. So. Kämpfe mit du. Ich brauche deine Intelligenz und deine Hartnäckigkeit in meiner Welt. Ach, jetzt wird noch geschmeichelt? Guck mal, wie der versucht, hier alle um den Finger zu wickeln. Welt beherrscht vom Kukulkan-Kult. Genau, Trinity. Wenn du Kontrolle willst, dann kriegst du sie. Die werfen sich Blicke zu, die würden sich am Lämmen... Zurück in die Zelle. Oh, das hat er jetzt nicht gesagt. So, jetzt dreh dich um, geh hin, Backpfeife.
schick mich zurück. Aber ich werde niemals unser Volk verraten. Nein, du lässt hier einfach im Stich. Ach, jetzt geht das wieder los. Ich dachte, damit wären wir fertig. Woher weiß er das? Woher weiß er, dass die weg ist? Ein Missionar, Andres Lopez. Hat sie gestohlen, vor 400 Jahren schon. Oh, wow. Die ist schon lange weg. Was? Und die Typen haben das nicht bemerkt, die da sind. Du hast anscheinend dein ganzes Leben lang am falschen Ort gesucht. Die ist schon weg, aber vielleicht lügt er auch nur. Aber... Jetzt verschwinde. Ha, aber warum sollte er diese Info preisgeben? Und warum so tut er so, als würde er selbst die hier suchen? Aber das tut er ja gar nicht. Ja, wir haben alles mitbekommen. Ja, das haben wir. Jetzt müssen wir aber gerade gucken, dass wir die nämlich da wieder rausholen. Ja, wir gehen hier runter, genau. Wir sind angestellt, schon seit vielen, vielen Jahren fest angestellt. Kriege bekommen natürlich den maximalen Lohn. Guten Tag, der Herr. Hm, wie geht's so? Ja, dann gehen wir ab zu den Kerkern. Ich gehe rein. Ja, gehen rein. Wir sind unterwegs. Hast du das Beben vorhin gespürt? Nee. Ja, als ich im Cenote war. Das ach so. Ja, das... Bald geht's dann richtig los. Wir müssen uns beeilen. Boah, da wird's richtig beben. Wenn Honorato frei ist, suchen wir gemeinsam die Schatulle. Da wird's so richtig beben, ey. Die Insel wird, glaube ich, durch zwei geteilt. Erkunden Sie, um den Eingang zu finden. Herausforderung. Hoppala. Niemand darf passieren. Oh, na dann, ja, dann, mal eben im Busch gehen und den abknallen. Oder wir nehmen einfach diesen Weg hier. Boah, hoffentlich haben die das nicht gesehen. Wo habe ich mich denn jetzt festgehalten? Halt dich bitte fest. Gut. Das sieht so komisch aus mit dieser Rüstung. Das ist ungewohnt. Ja, mit dieser Verkleidung, sag ich mal. Hoppala, halt dich fest, bitte. Dankeschön. Vielen, vielen... Was ist das denn da oben für ein Loch? Kann ich da irgendwie rein? Nein? Okay, was machst du mit der Wand, Lara? Lass die Wand in Ruhe. Die hat dir nichts getan. Seil dich bitte ab. Oh, da unten. Muss ich mir... da ist... Oh, nee, nicht wieder Wasserfall. Ach, nee, wir hatten ja... Oh, nicht so weit runter. Lara. Nix Wasserfall, das ist eine Strömung, die hatten wir schon mal. Festhalten. Danke. Ja, das ist, ja, alles gut, alles locker. Immer schön ruhig bleiben. Bloß nicht Panik verfallen. Nicht in Panik verfallen. Alles gut. Das war knapp. Puh. Hui. Das war knapp. Ich hatte mich kaum noch unter Kontrolle. So. Alihorn. Das Ding gibt nein nicht nach. Okay, schön. Ja, hüpf einfach mal hoch. Vielleicht klappt's. Nein, es klappt nicht. Dann seilen wir uns ab. Wenn alles nichts klappt, dann seilen wir uns ab, damit der Fallschaden jetzt gleich nicht zu heftig ist. Ach, da hinten müssen wir hin. Okay, ja, immer Schwung. Nach hinten. Nach vorne. Das wird nicht klappen, aber egal. Das wird nicht klappen. Oder? Das wird klappen. Okay, habe ich ja gesagt. Also. Dahin. Alle hopp. Und einmal so. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht. Okay. Puh. Weiß nicht, was das jetzt gewesen ist. Oh, hallo Vögel. Und tschüss, Vögel. Aber ich habe eine Feder. Wann beginnen die Opfer? Kukulkan zeigt den Rebellen ihren Platz. Ja, komm. Wir machen die jetzt fertig, indem wir da voll reinbrettern. Alles gut. Das war nur ein Vogel. Der hat einen Haufen fallen gelassen. Das ist nur deine Fantasie, genau. Hallöchen. Ich bin da mal schnell weg hier. Sag dir, ich habe was gehört. Vergiss es. Wir müssen bereit sein. Für echte Bedrohungen. Oh. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Da wird Lara aber nicht... Oh, Lara nicht als Bedrohung anzusehen. Könnte sich als großer Fehler erweisen. Aber ich will ja nicht sagen, ne? Honoratus, wo ist... Ich höre hier Stimmen, aber ich weiß nicht von wo. Geht's mir gut? Ich höre schon Stimmen. Oh. Oh, was haben wir denn hier? 100% Vukateko. Vukateko. Von da habe ich schon mal was von gehört. Vukateko. Vukateko. Eieiei. Monolith freigeschaltet. Alte Dialekte verbessert. Kann jetzt mittlere Vultateko. Ach, was weiß ich. Können wir jetzt reden oder lesen? Wohin geht's denn hier? Nach oben? Nee, oder? Doch? Echt jetzt? Müssen wir da hoch? Ach, da hinten. Nee, Axt. Okay, während sie springen. Ja. Boah, das ist nicht immer so leicht, wie es aussieht. Es ist noch leichter. Nein, es ist nicht. Erst recht nicht für Lara, Mann. Halt durch hier. Halt durch. In den Sandalen, ey. Mit den Sandalen unten diese Krallen dran. Alles Klärchen.
Das ist jedes Mal gefährlich. Ich habe jedes Mal das Gefühl, wir fallen jeden Moment runter. Aber ausnahmsweise tun wir es nicht. Ich bin über den Fluss, fast am Gefängnis. Hier sind überall Wachen. Wir sind unterwegs zum Fluss. Melde mich, wenn wir dort sind. Okay. Okay, da muss ich wieder sagen, das hat jetzt wieder nicht ganz gepasst. Wenn man schon abtimet, dass das hier ist, müssen die Voice Actors, die müssen dann auch, ne, so ein bisschen realistischer rüberkommen. Das heißt ein bisschen, weil die hat ja gerade schwere körperliche Aktivität, das Klettern, ne, Bergsteigen und so. Und sie klingt, als würde sie gerade irgendwo am Lagerfeuer sitzen und sich einen gemütlichen Abend machen. Das ist ein bisschen unnatürlich. Oh. Da sind wir. Hi. Ich glaube, die hört gerade Musik. Hat die Ohrstöpsel drin? Nein. Okay. Ja, haben wir, wissen wir. Also. Ich weiß. Ne? Wir waren. Nee. Ist nicht da. Also bin ich gezwungen, Amaru zu folgen. Wofür ich immer gekämpft habe, geht verloren. Aber das werde ich nicht zulassen. Komm mit, ich helfe dir. Es ist keine Zeit mehr. Jemand muss die Schatulle finden. Wenn die Sonne nicht aufgeladen oder die Welt neu erschaffen wird, sind wir alle verloren. Ich habe noch einen Hinweis. Oh. Glaube ich zumindest. Naja. Die Tattoos auf deinem Arm, Raya und Eclipse, dieselben Symbole waren auf dem Altar, in dem die Schatulle gewesen ist. Was? Ja. Was bedeuten die Symbole? Lara hat aufgepasst. Dieses hier zeigt mein Schicksal. Das Purpurfeuer von Chakchel. Oh nein, sie wird verbrennen. Oder? Und dieses hier zeigt die Vergangenheit. Es steht für Sinchi Chikwa, den letzten wahren Herrscher von Paititi. Ah. Sein Grab ist im oberen Teil der Stadt. Kannst du mich dorthin führen? Sie sind bereits dort gewesen. Wenn es dort etwas Interessantes gäbe, hätten sie es längst gefunden. Na, vielleicht auch nicht. Aber er hat den Hinweis nicht. Er weiß nicht, wonach er suchen soll. Ganz genau. Also, bring uns jetzt dahin. Dann sollten wir uns beeilen. Das wird gefährlich. Der Ort ist nämlich ziemlich stark bewacht. Let's go. Wie geht's, Ezli? Gut. Durch ihn habe ich dich gefunden. Genau. Er müsste jetzt bei Uchu sein. Ob wo geht? Ja, doch, eigentlich schon. Ne? Sonst wüssten wir ja nicht, wie wir da durchkommen. Müssten wir einen anderen Weg finden. Jetzt müssen wir gucken, dass wir dich hier rauskriegen. Ich weiß nicht, ob du auch so gut klettern kannst. Ansonsten, ne? Ach, ist trotzdem ein bisschen doof. Ich glaube, den gleichen Weg zurück können wir nicht gehen. Ich mach uns mal hier einen Weg frei. Dann passt das schon. So, da haben wir ein paar Steine. Da haben wir ein bisschen rein da. Und dann, genau, passen wir da durch. So, kommst du schön mit? Oh, wir sind mal wieder nicht alleine unterwegs. Ah, ja, jetzt wird's... Jonah, ich bin bei Onuratu. Befreiungsaktion hier. Ezli will mit dir reden. Mutter, wir schicken Verstärkung. Oh. Soll ich Uchu helfen oder mit der Ablenkung Boden erobern? Ach, wir müssen doch noch jemanden befreien. Eigentlich, oder nicht? Woher wissen die das? Hä? Die Gefangene ist geflohen. Hä? Wir sind gerade... Nee. Wir sind gerade raus aus der Zelle und niemand hat uns gesehen. Niemand hat uns gesehen. Wir sind gerade raus. Ey, für ein paar Sekunden. Als ob die jetzt so klingeln, als ob die da überall Kameras installiert hätten. Obwohl, hey, Moment mal. Das ist sogar im Bereich des Möglichen, dass da Kameras sind. Okay, ist nicht ganz auszuschließen. Gehen wir einfach mal davon aus, dass in dem Raum Kameras gewesen sind. Ausbruch, Königin Onuratu ist geflohen. Ja, da müssen Kameras gewesen sein. Oh. Oh, und du sagtest sicher, du warst sicher der Typ, der gesagt hatte, ich war keine Bedrohung. Ja. So viel dazu. Oh, guck mal da oben. Wer war denn da? Die hat auch jemanden erwischt. Hakenaxt? Ja, warte doch mal. Alles voll. Mal. Ja, komm. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, komm, dann werf dich rüber da. Let's go. Wow. Ja. Das lief jetzt eher suboptimal. Es gab mal Zeiten, da hat das funktioniert. Jetzt funktioniert. Warum funktioniert es denn jetzt? Lara hat manchmal Bock, manchmal nicht. Okay. Die Onuratu, die ist auch ganz schön flink. Ich muss schnell dahin. Was war das? Da im Gebüsch. Oh nein, das ist Onuratu. Sofort. Jetzt. Warte.
Warte. Ach komm. Ach, in dem Gebüsch ist wahrscheinlich sie. Und wenn ich den jetzt erledige. Pass auf, warte. Hinter ihm. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Sehr schön. War alles geplant. Machen wir. Ah ja, jetzt haben sie uns wirklich gesehen. Oh, die ist keine Schleicherin. Die greift an. Oh, geht noch nicht. Du gehst vor. Brauchen wir wahrscheinlich noch mehr Sprachkenntnisse. Ah, jetzt konnten wir so rüber. Haben wir uns einen Kletterpart erspart. Mal ganz ehrlich, das waren nicht viele. Da hätten wir sie auch erledigen können und hätten so hingehen können. Oder? Ich weiß es nicht. Was wäre, wenn man es jetzt so hätte gemacht? Hätte man ja machen können. Ich weiß es nicht. Oh. Das ist aber eine große Tür. Verdammt. Die macht die fertig. Die easy. Ja, die macht die fertig. Alles gut, Lara. Alles gut. Jo, und die macht das ganz alleine auf. Nee, doch nicht, oder? Wie hat sie das denn jetzt aufgemacht? Nimm den Schlüssel. Oha. Komm, ich will dir etwas zeigen. Deine Kampfkunst? Die Sonnenfinsternis kommt. Wenn es soweit ist, muss die Schatulle geöffnet werden. Die Verlockung der Schatulle ist sehr mächtig. Sie wird mich anziehen und probieren, mich in Versuchung zu bringen. Mit einer einfachen Lösung für unsere Probleme. Doch sie wird mir nur meine innersten, geheimsten Wünsche zeigen. Aha. Ich habe mich darauf vorbereitet, ihr zu widerstehen. Amaru hat die Schatulle noch nicht gesehen und dennoch beherrscht sie bereits seinen Geist. Doch Risiken sind ein Teil des Lebens. Wir müssen ihnen begegnen, um uns selbst treu zu bleiben. Woher weißt du, dass du der Macht widerstehen kannst, wenn du sie hast? Das weiß ich nicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Das Purpurfeuer? Es ist mein Schicksal. Meine Damen und Herren, das war's für diesen Part von Shadow of the Tomb Raider? Ja, ist richtig. Das war's von Shadow of the Tomb Raider. Danke fürs Eingeschalten. Danke fürs, wuschi-wusch. Nochmal von vorne. Danke fürs Einschalten, danke fürs mit dabei gewesen sein und bis zum nächsten Part von Shadow of the Tomb Raider. Habt noch einen angenehmen, schönen Tag. Bis demnächst. Bye-bye.